Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute werden wir bei starkem Regen und Gewitter von Maastricht-Aachen nach Dublin fliegen. Und das Flugzeug, mit dem wir heute unterwegs sein werden, das ist eine Boeing 737-800 von der Fluggesellschaft Ryanair. Und mit diesem Flugzeug stehen wir hier im Moment noch auf dem Flughafen von Maastricht-Aachen auf der Vorfeldposition Nummer 1. Und das Flugzeug befindet sich im Moment noch im Cold and Dark Modus. Und ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich auch gleich mit den Vorbereitungen für den heutigen Flug beginnen. Aber davor nenne ich euch noch gerade die Add-ons, die wir auf dem heutigen Flug verwenden werden. Also, wir verwenden heute einmal das Add-on Maastricht Aachen X, dann das Add-on Mega Airport Dublin, dann das Add-on iFly 737NG, passend zu diesem Add-on noch das Add-on von FS2 Crew, die Button Control Edition für die iFly 737NG, dann das Add-on Real Environment X Essentials Plus with Overdrive und zu guter Letzt noch das Add-on AES. AES ist die Kurzform von Airport Enhancement Services. Und dieses Add-on, das Add-on AES, das werden wir jetzt gleich mal als erstes verwenden. Ihr seht hier am Flugzeug, stehen hier schon an der vorderen, also hier und an der hinteren Tür hier, auch schon Treppen, wo die Passagiere später einsteigen können über die Treppen. Und hier sind auch schon Gepäck, Förderwagen, um dann das Gepäck ins Flugzeug einzuladen. Aber ihr seht, ich habe die Türen jetzt hier gar nicht geöffnet, außer die Tür hier vorne, weil ich es nicht hinbekommen habe, irgendwie die Tür hier und die beiden Gepäcktüren da zu öffnen. Normalerweise müsste man das ja mit Shift E und 2, müsste man ja, glaube ich, die hintere Tür hier öffnen können. Und mit Shift E 3, glaube ich, die Gepäcktüren. Aber ich habe das irgendwie nicht so ganz hinbekommen, deswegen habe ich es jetzt einfach mal zugelassen, die Türen. Und ja, das Fenster, das Bedienelement von Bedienfenster sozusagen, von AES, das ruft ihr mit Steuerung plus Shift. Steuerung, Shift und W, also müsst ihr zusammendrücken, dann ruft ihr dieses Fenster hier von AES auf. Also steht es nochmal Airport Enhancement Services. Das ist die Kurzform, das ist die Langform von AES, so. Und da werden wir heute folgende Funktionen verwenden. Einmal werden wir jetzt gleich das Catering Vehicle anfordern, dann noch das Cleaning Vehicle und dann später, wenn wir dann so weit sind fürs Boarding, werden wir auch noch das Boarding dann anfordern. Da werden dann noch hier zwei Busse wahrscheinlich, werden dann hier vors Flugzeug fahren, wo dann die Passagiere mit hierher gebracht werden und dann ins Flugzeug einsteigen können. Und später werden wir dann noch den Pushback hier mit AES noch durchführen. Und dann würde ich sagen, fordern wir gerade mal mit F2 die Catering Vehicle an und dann mit F3 die Cleaning Vehicle. Und da seht ihr schon, kommen schon hier die Catering Wagen. Da wird jetzt ein Fahrzeug hier vorne hinfahren, dann kommt gleich noch ein zweiter, genau da. Und der wird dann hier hinten hinfahren und dann kommen gleich noch zwei Cleaning Vehicle. Eins wird, glaube ich, Frischwasser so ins Flugzeug reinbringen, also für die Toilette und so. Und das andere Flugzeug wird dann halt, wird dann, ja, Reinigungspersonal zum Flugzeug bringen, was dann das Flugzeug halt reinigt für die nächsten Passagiere. Und während die hier draußen arbeiten, gehen wir mal rein ins Cockpit und, ja, bereiten hier auch mal alles für den Flug vor. Das Fenster schließen wir wieder mit F10, steht auch da oben. Einfach mal F10 drücken und schon ist es wieder weg. Und wir rufen jetzt gerade mal das Bedienfeld von FS2 Crew auf. So, das verschieben wir mal nach hier oben. Und drücken mal kurz Power On. Da fährt es hoch, wunderbar. Und dann konfigurieren wir das gleich mal. So, aber den Pushback können wir jetzt gleich auch hier dann ausschalten. Brauchen wir heute nicht. Machen wir über AES. Power Supply machen wir dann auch über die APU, würde ich sagen. AES haben wir, Doors, nein, Gate Departure, nein, Gate Arrival, yes, und das haben wir ausgeschaltet, Crew Region, bleiben wir bei UK, und dann würde ich sagen, machen wir mal Run Preflight, und die Zeit fürs Preflight stellen wir auf 20 Minuten runter, so, und dann können wir das ja immer noch runterstellen mit der Preflight-Zeit da, je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Wir werden wahrscheinlich eh keine 20 Minuten brauchen, wahrscheinlich maximal 10 oder so. So, und ja, der First Officer kümmert sich jetzt hier um alles mit der Elektrik und so weiter, die Systeme, macht jetzt die Pre-Flight Checklist, beziehungsweise den Pre-Flight Flow, wird es wahrscheinlich auch sein oder so. Ihr seht es hier, der macht jetzt alle Tests und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit können wir eigentlich gerade nochmal kurz außen gucken. Da seht ihr jetzt hier schon einiges hat sich ums Flugzeug rum versammelt. Da haben wir hier, kommt das Reinigungspersonal, hier hinten das Fahrzeug, was Frischwasser da ans Flugzeug anbringt, hier da reinpumpt, genau, und hier die Catering-Fahrzeuge, die jetzt das gute Essen da an Bord bringen und natürlich auch die Getränke.
Und ganz wichtig, der Tomatensaft, der wird ja in der Luft da immer viel getrunken. So. Und wir gehen jetzt mal nach innen. Ihr habt doch gerade die APU gehört, die ist jetzt außen ganz laut. Wenn ich ja richtig liege, sollte es die APU sein. Okay, great, wunderbar. So, und wir machen uns jetzt mal an die Eingabe des Flugplans. Ich werde ihn dann gleich, wir werden zusammen den Anfang eingeben, also mit Departure, aber da es heute wieder einige Luftstraßen und Wegpunkte sind, werde ich dann die Aufnahme kurz unterbrechen, das alles selber eingeben, dann weiter und dann, wenn ich damit fertig bin, ja, melde ich mich dann wieder zurück. Und wir beginnen jetzt mal mit Ident. So, nee, doch nicht. Pause init, so. Und gut, dann hat er das noch nicht umgeschaltet, kommt er gleich dazu. Das könnten wir natürlich auch umschalten, wo haben wir sie? Hier. Machen wir die auf Lion. So, beide. Und dann können wir nämlich die Last Position hier reinkopieren. Und dann gehen wir auf Root. So. Ah ne, wartet mal. Muss es auf Align oder? Ne, er hat es umgestellt. Genau, eins weiter. Warte, gehen wir nochmal auf Init Reference. So, jetzt. Genau, und jetzt haben wir hier auch die Systeme. Ich habe ja eingestellt, dass es die hier instant, also direkt dann funktioniert. Boarding now. Okay, dann könnten wir. Ne, eigentlich jetzt noch nicht. Ready for boarding, yes, sagen wir jetzt noch nicht, weil da warten wir noch, bis die Catering- und Cleaning-Fahrzeuge weg sind. Und danach können wir dann das Boarding über AIS anfordern. Und dann können wir auch hier das Boarding dann bestätigen. So, also. Ja, hier habe ich so eingestellt bei diesen, beim PFD und beim ND. Normalerweise wird es ja so ein paar Minuten dauern, dass das Flugzeug dann geortet wird und die beiden Bildschirme hier funktionieren. Ich habe es aber so wie beim letzten Mal, als wir mit dem Flugzeug geflogen sind, wieder auf Instant eingestellt. Das heißt, dass es halt nicht diese 5 Minuten oder so dauert, bis die Systeme hier funktionieren, sondern dass die halt sofort available sozusagen, also sofort verfügbar sind. So, und wir gehen jetzt auf Root und geben erstmal den ESA-AO-Code vom Flughafen von Maastricht-Aachen ein. Der lautet Echo Hotel Bravo Kilo. So, einmal rein damit. Und Destination ist von Dublin, ist der ESA-AO-Code Echo India Delta Whiskey. So, tun wir einmal da rein. Und dann gehen wir auf Departure. Departure machen wir noch zusammen. Und dann unterbreche ich gleich die Aufnahme, gebe deinen Flugplan ein und melde mich dann gleich wieder zurück. So, also EHBK. Einmal Departure. Wir gehen raus über die Zero Free. Und da der erste Wegpunkt, der Wegpunkt Lima November Oscar ist, nehmen wir die SID Lima November Oscar to Alpha. So, und dann gehen wir einmal auf Root und haben das Ganze dann hier schon mal drin. Und dann, ja, mache ich jetzt weiter mit Arrival dann in Dublin. Und wenn ich dann mit der Eingabe des Flugplans fertig bin, melde ich mich wieder zurück. Also dann, bis gleich. So, ich bin jetzt fast fertig mit der Eingabe vom Flugplan. Ich muss noch gerade die letzte Luftstraße und dann den letzten Wegpunkt eingeben. Da haben wir jetzt Uniform November, habe ich schon eingegeben. Und dann noch die 1 und die 4. Die kommt hier links rein. Und da fliegen wir auf dieser Luftstraße bis zum Wegpunkt Mike, Echo, Delta, Oscar. Was war G? G. Nee, Gustav war es nicht, aber was ist G? Warte mal, ich guck mal gerade nach. Kann gleich mal gucken, ob die Cleaning Vehicles noch da sind. Da habe ich es noch vom letzten Mal. Eigentlich wollte ich ja, beim letzten Mal hatte ich es glaube ich gar nicht angesprochen. Ich wollte ja euch eigentlich nochmal das Flug, das Alphabet aus der, das Luftfallalphabet eigentlich nochmal genau vorlesen. Genau, machen wir auf diesem Flug auf jeden Fall nochmal. G ist Golf, genau. Einmal rein damit, G. Und dann haben wir ein Direct to Lipco. Oder warte mal, wir probieren mal. UL, eigentlich müssen wir, nee, auf die UL18 geht es? Nee, es geht nicht. Gut, okay. Dann lassen wir das so. Und machen dann, gehen wir auf Legs. Und machen jetzt hier mal die ganzen Discount-Unities raus. Und dann schauen wir uns gleich den Flugplan an. Einmal Lipco, rein damit. So. Passt. Root, genau, haben wir jetzt hier. Passt so, sehr schön. Und dann gehen wir auf Activate. Wir landen übrigens auf der Landebahn 28 heute. So, Activate, einmal Execute und dann Perf Init. Da geben wir erst die Zero Fuel Weight ein. Ich habe es jetzt auch endlich mal hingekriegt, wie das genau funktioniert mit der Zero Fuel Weight. Also, wir haben ja da diesen iFly 737 Configurator. Und da steht dann immer unten, wenn man da die Fluggäste und Cargo und alles eingetragen hat, und also alle Daten halt, sozusagen um wie viel Kerosin, das ist ja eigentlich alles mit einträgt, genau. Und dann stehen immer ganz schön viele verschiedene
Daten über das Flugzeug von den Gewichten und da steht auch Zero Fuel Weight und Ground Weight. Ne, Gross Weight. So, nicht Ground Weight, sondern Gross Weight. Und ja, ihr müsst da die Zero Fuel Weight in LBS, die müsst ihr euch merken oder abschreiben. Ich schreibe es mir mal ab. Und die besteht insgesamt aus 6 Zahlen. Und da müsst ihr einfach die ersten. Okay, wunderbar. Dann können wir gleich das Boarding anfordern. Das Cleaning ist nämlich jetzt fertig, wie wir gerade mitgeteilt bekommen haben. Können wir mal kurz außen gucken. Seht ihr, die Catering-Vehikel fahren weg. Das Cleaning, das Reinigungspersonal macht sich auch langsam wieder auf den Weg zurück, beziehungsweise zum nächsten Flugzeug. Und wir gehen jetzt mal auf Shift W und gehen auf F, drücken F5. Und dann sollten gleich die Busse jetzt hier mit den Fluggästen für den heutigen Flug hier dann, ja, erscheinen. So, wir gehen wieder ins Cockpit und sagen auch ready for boarding. So, und wir öffnen wieder das hier und da die Zero Fuel Weight ist nämlich in LBS, ihr müsst euch die LBS-Zahl aufschreiben oder merken, das ist bei mir jetzt gewesen für den heutigen Flug, 109.345. Und, ja, und dieses Gewicht, das tragt ihr einfach hier ein. Das wäre dann 10, ich muss das mit Keyboard wieder anmachen, so. 109, so. Dann können wir noch, dann lassen wir einfach 109, so. Zero Fuel Weight und die Gross Weight passt dann auch. Und Reserves sagen wir auf 5. Ne, lasst mal 3. So, passt. Wunderbar. Kostindex, wie immer bei uns, 45. Cruising Altitude. Wir fliegen immer so oft auf 33.000 Fuß. Machen wir mal 34.000 Fuß. Der Flug ist eigentlich kürzer als der letzte. Deswegen würde ich sagen, machen wir 32.000 Fuß. Können gleich mal außen gucken. Die Busse sollten eigentlich jetzt auch langsam da sein. So. Wieder Execute. Keyboard machen wir aus. Da kommen sie. Der erste ist da und dann noch ein Gelenkbus. Und dann steigen jetzt die Passagiere alle ein. Ich finde es schon cool, das Add-on AES. Mit diesen ganzen Ground-Vehikeln, also mit dem, was halt sich im Flugzeug da alles rumfährt, ist schon cool. So, dann noch zum N1-Limit. Wir machen einen normalen Take-Off und Climb auch. So, Flaps. Da starten wir mit Flaps 5. Ist okay. Hört man jetzt hier auch im Hintergrund ziemlich cool mit den, die Leute da einsteigen und so, weil die sind ja, das ist ja direkt hinterm Cockpit. So, die V-Speeds sind jetzt hier und die bestätigen wir gerade. Und dann sind wir auch soweit ready. Das war's vom Eingeben hier. Und wir gucken mal, wie weit sind wir hier. Der First Officer ist ready für die Pre-Flight Checklist. Und dann würde ich sagen, können wir die eigentlich auch gleich machen. Wir drücken mal hier LK-Lock, damit es hier auch immer aufbleibt, auch wenn wir hier wechseln. So. Gucken wir uns das gerade nochmal an. Hier mit den Bussen ist schon cool gemacht. Und wo die hier rumfahren. Und dann hier warten. Dann müssen wir später dann hier auf Prepare Position for Departure drücken. Und dann wird dann die Frage kommen, wollen Sie ein Pushback? Sagen wir Pushback Yes, please. Und dann mit Nose, also mit der Nase nach links. Und beim hier ist ziemlich cool bei AES, dass wirklich, da muss man nichts eingeben, wie lang und wie groß man. Boarding completed. Wunderbar. Da habt ihr auch gesehen, die Busfahrer winken nochmal kurz, dass er jetzt fertig ist. Und steigen auch ein und fahren jetzt los. Beziehungsweise wieder weg. Was wollte ich sagen? Genau, man muss hier nicht eingeben, wie weit da die Distance von dem Pushback ist und wie viel man da eingedreht haben will, sondern der fährt einen genau auf diese Linie da hinten drauf. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. So, da sehen wir auch nochmal, die Busse fahren da weg. Der Ramp Agent, der steht ja die ganze Zeit da unten, habt ihr gesehen, da. Der hat das hier alles hier überwacht und kontrolliert und alles. Der wird dann später auch hier natürlich mitlaufen und dann die Kontrolle, beziehungsweise den Funkkontakt hier zum Cockpit mit uns da aufrechterhalten. Und wir, würde ich sagen, starten mal die Pre-Flight-Checklist. Da fährt der andere Bus weg. So. Pre-Flight-Checklist. Oxygen. Test 100%. Instrument transfer and display switches. Normal. Normal. Auto. Window Heat. So, wo haben wir sie denn, die Window Heat? Wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit, können wir mal kurz suchen. Ich hoffe mal, ich finde sie. Wenn nicht, dann eben nicht. Hello, Captain. The passenger boarding is complete. And when you're ready, I have the load sheet for you. Jo, thanks. Thank you. Have a safe flight. Thanks, goodbye. So, wo haben wir sie denn? Hier sieht man auch mal das Blitzen hier, ne? Von dem, wenn das hier außen blitzt. So. Ne, ich finde es gerade irgendwie nicht. Window Heat. Haben wir das denn? Wahrscheinlich. Da haben wir Propi, da muss es sein. Side Forward, da Window Heat ist on. On. Pressurization Mode Selector.
Pressurization Mode Selector. Wo haben wir die Pressurization? Das Pressurization Panel. Air Temperature. Bla 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 blub. Lass uns einfach mal. Flight Instruments. Set. Parking Brake. Set. Engine Start Levers. Cut out. Cut off. Checklist complete. Okay, Pre-Flight Checklist completed. Dann würde ich sagen, dann können wir jetzt Folgendes machen, und zwar einfach mal die Zeit hier von dem Preflight ein bisschen runterstellen. Und auf 2 Minuten. So, dann kommt nämlich jetzt nochmal eine Ansage. Und wir können eigentlich auch schon mal jetzt die